Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu unserer Veranstaltung heute. Ich sage immer Lenzviertel, aber es heißt Lenzsiedlung offiziell. Ich finde Lenzviertel aber eleganter, macht aber nichts. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir heute die Vorsitzende unserer Partei, Katja Kipping, hier zu Gast haben, die uns was sagen wird über Sozial und Friedlich. Nur mit uns, wir sind die Opposition, so steht es auf den Plakaten. Da wir speziell Sie durch das dichte Programm hier in Hamburg nur eine Stunde Zeit haben, müssen wir uns alle ein bisschen sozusagen knapp fassen. Das wird sie auch tun. Sie wird gleich ein paar Anmerkungen machen. Ich darf uns hier uns andere drei kurz vorstellen. Links von mir sitzt Manuela, die brauche ich hier euch. Rechts Jackie, die auch nicht. Und ich bin Hartmut Rohms, der Fraktionsvorsitzende. Also damit hier, mit wem ihr es zu tun habt. Und wir gehen ganz rasch jetzt zum Haupttagesordnungspunkt, zu den Ausführungen von Katja Kipping. Vielleicht sagst du auch so ein ganz paar Sätze zu deinem Werdegang. So, so lange wird das ja nicht sein. Ja, ich habe heute schon nach dem Bett gekommen, weil ich gestern Abend bei meinem Verdiener zum Thema Rente diskutieren musste und heute für die Zeit nicht raus bin, weil ich monatelang darum gekämpft habe für meine Tochter, wenn sie dann 3 Jahre alt ist und aus ihrer jetzigen Kindereinrichtung rauskommen und voll unterschrieben haben, nämlich sich um 8 anpflanzen und ein großes Erfolgserlebnis. Da kann ich nur sagen, ja, es war nicht einfach. Ich habe manchmal gesagt, die Suche nach einem Kita-Platz, das ist ungefähr so wie ein Zweitjob, also wo man echt Managementfähigkeiten braucht, um das nebenbei hinzubekommen. So, ansonsten war ich heute früh in Hamburg, sind wir dann gestartet, in Band, auch schon in dem Haus am See und jetzt sind wir halt hier in der Lenzsiedlung. Und ich durfte schon wunderbar die Zeit nutzen, die jetzige Regierung das klingt mir so liebevoll, also zumindest so für sächsische Ohren, wir unterscheiden ja nicht zwischen G und K, das klingt so wie so ein liebevolles Krokodil und man denkt da an eine Tierfilmfigur, aber ganz so harmlos ist sie halt auch nicht, die Kroko. Ja, also wenn man sich das konkrete sozialpolitische und gleichstellungspolitische Wirken, die haben etwas besser als die Vorgängerregierung. Also was jetzt die Familienministerin und Heiko Maas zur Quote in Aufsicht treten vorlegen, ist ein bisschen besser als das, was davor gemacht wurde. Was Gabriel zum Mindestlohn sagt, ist natürlich als das, was früher die FDP gesagt hat. So ist der Bio. Ich meine jedoch, es gehört ehrlich gesagt nicht viel zu sein, als die Quotenblockiererin sozialer zu sein, als die Anti-Mindestlohn-Lobby Brüderle. Also da muss man einfach mal sozialer zu wirken. Die Vorgängerregierung hat diesbezüglich die Latte einfach. Wenn man mal genauer hätte, dann sieht man auch so manches Gerechtigkeitsproblem. Also nun ist ja groß, wenn man nach 45 Jahren Arbeit abschlagsfrei schon mit 63 in Rente ist. Überall wird von Rente mit 63 gesprochen. Man könnte denken, es geht jetzt flächendeckend darum, hier französische Verhältnisse einzuführen, wo man schon mit 63 in Rente kann. Tatsache ist, dass gerade mal 2 Jahrgänge davon profitieren. Also die 1951 Geborenen und 1952 Frauen finden, die würden davon profitieren. Alle, die später geboren sind, da kommen jeden Jahrgang nochmal 2 Monate drauf. Also das ist eigentlich nur eine Rente für 2 Sommer. Und nun ist ein großer Streit entbrannt zwischen CDU und SPD. Und alle mediale Aufmerksamkeit geht dann drauf. Aber ich sage, wir lassen uns nicht dadurch davon ablenken, dass das eigentliche Problem nicht angegangen wird. Nämlich, dass unter einem SPD-Minister die Rente erst mit 67 eingeführt worden ist. Und das in einer Zeit, wo viele 60-Jährige überhaupt keinen Arbeitsplatz mehr finden. Deswegen haben wir immer gesagt, die Rente erst ab 67 ist eine Rentenkürzung. Wir wissen jetzt von Umfragen, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung sich immer noch nicht damit abgefunden hat. Übrigens, diese Umfrage wurde von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in Auftrag gegeben. Sie wissen schon, das neoliberale Propaganda-Institut, die waren ganz schön verzweifelt bei der Präsentation, wie sie sich das erklären sollen, warum denn jetzt niemand auf ihre tolle Propaganda so richtig reingefallen ist. Es sind immer noch so viele an der Idee hängen, dass man noch mit 65 in Rente gehen kann. Ich kann nur sagen, ein früheres Renteneintrittsalter ist kein Relikt aus alten Zeiten, sondern wir sagen ganz klar, die Rente erst ab 67 muss weg, weil sie ist eine Rentenkürzung. Zum Zweiten wird viel über Mütterrente, Rente ab 63 gesprochen, aber die gravierenden Probleme verfestigen sich weiter. Wir haben das Rentenniveau sinkt weiter, das ist einfach vorgesehen.
Und das Ergebnis davon, das klingt erstmal so ein bisschen technisch, ja gut, dann sinkt halt das Rentenniveau von 53 auf 43, ja und. Das Ergebnis ist aber, dass selbst Haushalte, die ein mittleres Einkommen haben, in Zukunft mit Altersarmut rechnen müssen. Und ich sage das immer, ich habe niemals von dem Diskurs, weil der Konflikt verläuft nicht zwischen jung und zwischen alt. So. Aber wenn man anschaut, der muss 35 Jahre lang durchschnittlich verdient, sozialversicherungspflichtig und Vollzeit gearbeitet haben. Und da kann man sie jetzt mal umfragen, wer kennt so jemand, der das so dazu in der Lage war. Und das ist übrigens nur, damit die Rente kurz über dem Hartz-IV-Niveau liegt. Da reden wir noch nicht über Wohlstand im Alter oder so, sondern nur darum, 1 Euro über dem Hartz-IV-Niveau zu sein. Also insofern sehen wir, dass das, woran man diese Regierung vor allen Dingen erkennt, sind die Leerstellen ihrer Politik. Und an den Leerstellen, dass sie den Kampf, wenn es den Kampf Altersarmut gibt, und sagen, nach einer solidarischen Mindestrente all und jedem und wie es für uns aktueller denn geht. Wenn man jetzt den Bereich Hartz IV sich anschaut, da gibt sich ja Rot-Schwarz noch nicht einmal die Mühe zu vertuschen, dass sie dort gar nichts in Angriff nehmen. Der Koalitionsvertrag dazu steht, ist der Verweis auf eine Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, die das Ziel Rechtsvereinfachung hat. Harmlos und freundlich, sich damit beschäftigt hat, was da diskutiert wird. Also das sind jetzt nicht nur schlimme Vorschläge, das sind noch ein paar kleine Verbesserungen dabei, aber es sind echte Hammer, die dort verhandelt werden. Also zum Beispiel ist ein Vorschlag, dass wer einen Widerspruch einlegt, in Zukunft eine Strafgebühr von 20 Euro bezahlen soll. Das mag aus Sicht der Bundestagsabgeordneten klingen, na gut, da bezahle ich mal 20 Euro. Aber aus Sicht von jemandem, der womöglich gerade seinen Hartz-IV-Regelsatz gestrichen bekommen und nicht mal weiß, wie er die nächste Woche bestreiten soll, sind 20 Euro eine große Barriere. Oder es gibt den Vorschlag, dass Solo-Selbstständige bloß noch 2 Jahre aufstockend Hartz-IV-Leistungen bekommen sollen. Das Problem ist, wir haben seit längerem zu diesem Thema Hartz IV, obwohl davon Millionen Menschen betroffen sind, obwohl ich sagen kann, da hat die Linke wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil niemand so konsequent rangegangen ist wie wir, medial eine richtige Schweigemauer gehabt. Also wir haben ganz viel angestellt und gemacht und es war unglaublich schwer, überhaupt in die Medien zu kommen. Und uns ist es jetzt gelungen, diese mediale Schweigemauer zu durchbrechen, auch dank der öffentlichen Behandlung durch die Massenpetition gegen die Hartz-IV-Sanktion von Inge Hannemann. Zu dieser öffentlichen Verhandlung sind viele Interessierte nach Berlin gereist. Das war für die nicht einfach, weil man muss ja erstmal das Geld auftreiben. Und wir haben dann als Linke die Interessierten, die da waren, hinterher eingeladen, damit die nicht nur zuhören müssen, sondern selber auch mal erzählen können. Es ist mir auch wichtig, dass die Linke sozusagen Raum gibt, dass Leute selber über sich reden können. Und ich habe dann 2,5 Stunden vor allen Dingen zugehört, ganz eindringliche Berichte zu hören bekommen, wo man gemerkt hat, welche Verletzungen Hartz IV auch hinterlassen hat, und habe dann die Frage gestellt, also wir können festhalten, unter Hartz IV leiden viele, aber gibt es nicht auch womögliche Profiteure davon? Die Antwort lautet ja. Die Bereitschaft, schlechte Löhne zu akzeptieren, die Bereitschaft, schlechte Arbeitszeiten zu akzeptieren, hat, das ist offiziell durch Studien bestätigt, mit Hartz IV zugenommen. Die sagen dann stolz, die Konzessionsbereitschaft hat zugenommen. Also das Ziel von Hartz IV war ganz klar, Menschen glücklich zu machen. Und um es mal in einen traditionellen Begriff zu bringen, in der Auseinandersetzung der Klassen schwächt Hartz IV die eine Seite und stärkt die Seite der Besitzenden. Und deswegen sage ich, auch 10 Jahre nach der Verabschiedung, mit Hartz IV können wir keinen Frieden machen. Wir wollen es abschaffen, es mindestens durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzen. Also, auch wenn manches sozialer klingt von dem, was jetzt die Regierung anschiebt, muss man sagen, wenn es um existenzielles Problem geht, nämlich Armut. Wenn es um die Bekämpfung von Armut geht, dann betreibt diese Regierung schlichtweg Arbeitsverweigerung. Sie wissen, bei Hartz IV gibt es ja Sanktionen, wenn man keine Arbeitsbereitschaft zeigt, wenn man seine Mitwirkungsverpflichtung bei der Arbeitssuche nicht nachgibt, immer abgelehnt. Aber wenn man, muss ich sagen, beim so dringenden Kampf gegen Armut zeigt diese Bundesregierung keinerlei Arbeitsbereitschaft. Sie verletzt ihre Mitwirkungspflichten. Ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Fall für Sanktionen. Und zwar mindestens sofort um 30%. Zustimmung muss dem sofort entzogen werden. Im nächsten Schritt 60% und irgendwann vielleicht komplett. Die können gerne Widerspruch dagegen einlegen, aber die schlechte Nachricht ist entsprechend, SGB II gibt es keine aufschiebende Wirkung, auch wenn man komplett sanktioniert wird.
Ein weiterer Bereich aus der echt sehr bemerkenswert. Ich habe ja gestern mit Jasmin Fahini diskutiert, das ist die Generalsekretärin der SPD, und sie hat dort kritisiert, dass es eine Zunahme von befristeten Arbeitsverhältnissen gibt. Das stimmt. Die Zahl der sachgrundlosen Befristungen hat zugenommen, die ist geradezu explodiert. Im Jahr 2000 war es noch 500.000 Befristungen, 1,3 Millionen. Da kann ich nur sagen, gleich nach sozusagen nach dem Gesetzentwurf eingefristet, hat die Möglichkeit gehabt, etwas gegen diese Explosion zu tun. Aber sie hat jetzt im Sozialausschuss einfach mal dagegen gestimmt. Und da muss ich jetzt mal sagen, sie haben diese Chance nicht genutzt. Und zusammenfassend kann man sagen, sozialpolitisch ist vielleicht einiges besser von entfernt, gut zu sein. Weil besser als was ganz Schlechtes heißt noch lange nicht gut. Und selbst das, wo die Regierung so stolz drauf ist, dass die jetzt im Haushalt eine Null hat, das ist ja so ein Mantra wie in Hamburg, die Schuldenbremse. Also ich war gerade auch bei einem Projekt, wo ich im Gespräch war mit Jugendhilfevertretern etc. und die haben mir gesagt, wie hoch der Preis für diese Null ist, für diese Schuldenbremse. Und im Bundeshaushalt ist es ähnlich. Da steht zwar im Haushalt formal eine Null, aber dass Risiken ausgelagert werden in Sozialversicherungen, weil die Renten, die Arbeitslosenversicherung. Das heißt, wenn irgendwann es mal wieder eine Wirtschaftskrise gibt, sind die Versicherungssysteme darauf in keiner Weise vorbereitet. Und hinzu kommt, wir sparen an wirklich wichtigen Dingen, wir sparen nicht an der Zukunft. Also diese schwarze Null wirft echt einen langen Schatten und ist vor allen Dingen sozusagen bedeutet Kosten für die Zukunft. Es gibt einen Bereich, wo die Bundesregierung, wenn man sie mit der Vorgängerregierung vergleicht, richtig aus meiner Sicht eine Verschlechterung darstellt. Und zwar, wenn es um die Außenpolitik geht. Also, ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass ich mir mal einen FDP-Minister zurückwünsche. Aber wenn ich mir so anschaue, außenpolitisch, wie diese Regierung vor der Krise in der Ukraine, im Wochentakt haben die ja neue Auslandseinsätze ins Spiel gebracht. Das war dann Zentralafrika und so weiter, mit Somalia, man ist überhaupt nicht mehr hinterhergekommen, wo überall man sich noch Deutschland militärisch engagieren sollte. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und ich meine, als Ursula von der Leyen ernannt worden ist zur Verteidigungsministerin, gab es im Netz viel Hohn beteiligt, weil ich finde, man muss Kritik zu machen und Frau hat gesagt, wir messen sie daran, wie sie inhaltlich agiert. Ja. Aber jetzt muss ich mal sagen, das, was Ursula von der Leyen in der Ukraine gesagt hat, dass sie dort eine höhere Truppenpräsenz will, das ist schockierend, das finde ich nicht, oder Eskalationsministerin. Aber was sie macht, ist ein klares Drehen an der Eskalationsspirale und es ist ein höchst gefährliches Spiel. Aber auch der Bundespräsident hat ja diesen militärischen Engagement, der ist schon dafür verantwortlich. Es geht hier irgendwie um einen Ehrenamtspreis. Und ich finde, wir als Linke haben ja immer gesagt, wir nennen die Dinge beim Namen und dazu gehört, dass wir sagen, Tote sind Tote. Und auch wenn jetzt die Gruppe familienfreundlicher werden soll, auch wenn jetzt Kitas und Kappelecken einziehen sollen bei der Bundeswehr, ein Kriegseinsatz ist ein Kriegseinsatz und kein Familienausflug. Und deswegen sagen wir dazu immer Nein. In einem ist diese Regierung, und damit komme ich dann auch schon zum Schluss, richtig gut, nämlich wenn es darum geht, Millionäre zu schonen. Das Ergebnis ist, dass Geld fehlt für wichtige Dinge, zum Beispiel für barrierefreien Bus- und Bahnverkehr, für Kitas. Aber es fehlt auch Geld, um zum Beispiel den Hebammen zu helfen. Wir wissen, die Haftpflichtprämien sind so sehr in die Höhe geschnitten, ein Beruf, den sie wirklich nicht so lieben, haben ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 15.000 und müssen ungefähr 5.000 ausgeben, damit kommen sie nicht mehr über die Armutsrisikogrenze. Es gibt etwas, was wirklich helfen würde, nämlich ein staatlicher Haftungsfonds. Das haben wir als Linke seit 2010 immer wieder im Bundestag eingebracht und erst kürzlich hat der neue Gesundheitsminister Kröhe sehr klar gesagt, naja, man müsse jetzt erstmal eine Prüfung starten und er lässt im Klartext die Hebammen wieder im Stich. Ja, und ich finde, das muss man mal gegenüberstellen. Diejenigen, die bei der Ankunft im Leben helfen, im Stich gelassen, wenn es um die Haftpflichtprämien geht. Wenn es aber Rüstungsexporte in Regionen wie Saudi-Arabien geben soll, da wird schnell mal eine Herrenbürgschaft von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt. Und allein diese Gegenüberstellung macht die verheerende Grundrichtung dieser Regierung deutlich und zeigt das extremst entlarven und ich finde das einfach nur beschämend.
wahrscheinlich jetzt noch ganz viel über die Meckerliste. Vielleicht hat man schon ein bisschen eingeflossen. Wir sind ja nicht nur da, um zu meckern, sondern wir haben auch ganz konkrete Alternativen ins Gespräch gebracht als Linke. Und für uns ist immer wichtig, den großen Bogen zu spannen. Einerseits deutlich zu machen, es gibt grundlegende Alternativen. Wir diskutieren Hartz IV nicht nur im Detail, sondern setzen da eine grundlegende Alternative wie sanktionsfreie Mindestsicherung. Wir diskutieren auch unter uns, ob wir vielleicht auch das Grundeinkommen als Alternative ins Gespräch bringen. Das werden wir auch auf dem nächsten Parteitag machen. Aber wir gehen natürlich auch immer in die Detailsachen rein, wo man was ganz Konkretes unternehmen kann. Wir haben auch Maßnahmen eingebracht, wo wir wussten, im Wahlkampf haben SPD und Grüne das Gleiche, wie wir gefordert. Da gäbe es eine rein rechnerische Mehrheit, die sagt, Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, wie sofortige Einführung eines Mindestlohnes. Also niemand soll sagen, er hätte ja gerne gewollt, aber keine Mehrheit für gute Ideen gefunden. Und ich finde, das ist für uns kein Widerspruch, sondern das ist für uns ganz konkrete Oppositionsarbeit. Wir sagen immer, wir sind Oppositionsführerin, wir weisen auf grundlegende Alternativen hin. Wir sprechen auch an, dass diese Wirtschaftsweise in sich ein Problem hat. Das will ich dann doch mal sagen, weil das Problem Erwerbslosigkeit liegt nicht an den einzelnen Erwerbslosen, sondern hat das mit dieser Wirtschaftsweise zu tun. Und aber drittens machen wir auch eine einladende Opposition. Wir werden dafür mit uns gemeinsam was dafür zu tun, dass sich dieser Zeitgeist ändert und dass sich diese Gesellschaft ändert, denn das ist verdammt gut. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf die Gespräche. Liebe Gäste, wir sollten jetzt vielleicht die Gelegenheit nutzen, an unsere Vorsitzende auch Fragen zu stellen. Was brennt euch auf der Seele? Erstmal die Möglichkeit zu nutzen, an Katja Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob ich in der richtigen Reihenfolge bin. Werner, dann du und dann Rolf. Bernd. Ja. Dazu diese Mindestrente in Höhe von 1050 Euro, habe ich mal eine Frage. Aus welchem Topf soll die bezahlt werden? Aus der Rentenkasse oder steuerfinanziert? Am besten also, direkt, ja? Ja, wenn es so lange ist, ist nicht häufig. Also wir haben jetzt bei der Mütterrente und bei dieser abschlagsfreien Rente immer kritisiert, dass es direkt aus der Rentenversicherung bezahlt wird, vor allen Dingen solange die Rentenversicherung so organisiert ist, wie sie jetzt organisiert ist, dass die wirklich gut verdienen, das sagt man so, meine Mutter profitiert. Ich wäre, weil man als Abgeordnete nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung mit einem deutlich geringeren Einkommen als eine Bundestagsdiät wird mit ihren Rentenbeiträgen an dieser Finanzierung beteiligt. Das ist einfach irrsinnig. Deswegen würden wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen Steuerfinanzierung und zwar über eine stärkere Besteuerung natürlich von Finanzmarktgeschäften, Millionären und Konzernen. Wobei wir insgesamt ja eine Neuausrichtung der Rentenversicherung wollen. Wir wollen ja eine Rentenversicherung, die alle einzahlen. Abgeordnete, Apotheker, Anwälte, Selbstständige. Und wenn man so eine Rentenversicherung hätte, in der alle drin sind, in der es keine Beitragsbemessungsgrenze mehr gibt, dann könnte man auch sagen, diese wird dadurch finanziert, dass ab einer gewissen Höhe der Anstieg der Rentenanwartschaften nicht mehr einfach nach oben geht, sondern dass das so ein bisschen abflacht, die Kurve, und man da innerhalb der Rentenversicherung eine Umverteilung von oben nach unten macht. Dieses Finanzierungsmodell setzt aber voraus, dass wir wirklich eine Rentenversicherung haben, die alle einzahlen, nicht so wie heute. Ja, nur dann geht das dann. Danke. Bernd? Nee, du erst. Katja, als du 1977 in Dresden geboren worden bist, da hatten wir hier in Hamburg... hatten wir hier in Hamburg ein durchaus ernstes sicherheitspolitisches Problem, nämlich deine Partei hat ja damals im Osten regiert und ganz viele Atomraketen sowjetischer Bauart, ich glaube, die hießen SS-20, waren unter anderem auch auf Hamburg gerichtet. Ich glaube, es war 1983, da sind sogar in der DDR da diese Flugzeuge gestartet. Die Motoren liegen schon mit Atombomben bestückt, weil Ronald Reagan irgendwo ein Manöver durchgeführt hat. Und das war doch schon ziemlich relevant. Da kriegt man echt Sonnenbrand von, wenn die Dinger runterfallen hier in Hamburg. Und jetzt haben wir eine viel bessere sicherheitspolitische Situation. Die NATO hat sich ausgeweitet, gen Osten, und nicht mehr tausende von Atomraketen sind in Deutschland stationiert und auch, haben auch nicht das Ziel Deutschland, sondern die landen jetzt woanders. Und darüber bin ich ja eigentlich beruhigt, weil das ja ein ganz existenzielles Problem ist eigentlich. Jetzt habe ich, bevor ich hierher gekommen bin, mal Katja Kipping eingegeben und so ein bisschen gelesen, und da meine ich, dass du verstanden zu haben, dass du das kritisiert hast, dass die NATO sich osterweitert hat. Und kann das sein, dass du auch für den Austritt der NATO, der Bundesrepublik bist? Ich würde das doch irgendwie mal rüberbringen. Ja.
Kannst du hören? Ich hörte so eine leichte Ironie und Suggestion in dieser Frage heraus, wenn mich mein Ohr nicht getäuscht hat. Das ist ja aber kein Staatsgeheimnis, dass die Linke das klar in ihrem Programm drin stehen hat. Wir sind dafür, dass die NATO abgeschafft wird und ersetzt wird durch ein kollektives Sicherheitsorgan und Sicherheitsmodell unter Einbeziehung von Russland. Ja. Da kann man noch ergänzen, dass die Positionierung von NATO-Raketen unmittelbar an der Grenze Russlands ja auch nicht unbedingt friedensfördernd ist. Aber jetzt Bernd. Ja, Herr Plattner, ich habe eine Frage. Ich habe also die Auswertung der Nacht hier für Hamburg mal nach den Statistiken Sozialwohnungen anbelangt in Hamburg und insbesondere hier für Eimsbüttel und habe dabei festgestellt, dass bis zum Jahr 2018 90% der sozial gebundenen Wohnungen hier in Lockstedt verfallen. Das heißt, wir haben momentan 1248 Sozialwohnungen hier in Lockstedt und werden 30. Das ist im Grunde genommen die gesamte Linz, die werden bis 2018 aus der Bindung herausfallen. Jetzt die Frage an dich, was können wir als Linke versuchen, irgendwo über den Bundestag, Bundesregierung zu versuchen, mehr Sozialwohnungen insgesamt, nicht nur Hamburg, nicht nur Lockstedt, sondern in der gesamten Bundesrepublik zu bauen. Danke. Okay. Situation vor Ort gibt es hier Leute, die kompetent sind. Also ich würde nur sagen, ich hatte gerade eine kleine Führung hier drüben in die Siedlung, wo ich informiert wurde über das Problem Wegfall der Mietpreisbindung. Aber zu dem, was wir auf Bundesebene machen, wir haben da zum einen, war es eine Anfrage der Linken, also meiner Kollegin Karin Ley, die überhaupt zutage befördert hat, dass es einen extremen Rückgang an Sozialwohnungsbau auf Bundesebene gegeben hat und das auch entsprechend skandalisiert hat. Zum Zweiten haben wir eigentlich diese Idee einer Mietpreisbremse stark gemacht und das bei uns eine wirkliche Bremse war. Das, was jetzt ist, erinnert ja so an so eine Fahrradbremse, wo so die Backen total abgefahren sind und man eigentlich wegen Verkehrsunsicherheit aus dem Rennen gezogen wird. Weil das, was jetzt Heiko Maas vorgestellt hat als Mietpreisbremse, ermöglicht ja immer noch, dass man 10% über den ortsüblichen Mieten liegt und vor allen Dingen in die Berechnung der ortsüblichen Mieten werden ja nur die Abschlüsse der letzten 4 Jahre einbezogen, also genau die, wo die Mieten schon so richtig schön nach oben gegangen sind. Wir haben immer gesagt, da muss man ran. Die Berechnung der ortsüblichen Miete darf sich nicht nach den Abschlüssen der letzten Jahre richten, sondern da müssen wir die Bestandsmieten mit rein, weil sonst eine Spirale, dann hast du sich immer weiter nach oben dreht. Und eine Mietpreisbremse, die wirklich wirkt, heißt eigentlich, wenn einfach nur eine Wohnung weitervermietet wird, ohne dass eine Sanierung stattfindet, gibt es kein Argument dafür, dass man vielleicht jenseits des klassischen Inflationsbetrages, der irgendwo zwischen 1-2% im Schnitt liegt, erreicht wird, das rechtfertigt nicht sozusagen einen deutlichen Mietaufschlag. Und deswegen haben wir gesagt, das sollte es bei einer normalen Weitervermietung überhaupt nicht geben. Ganz kurz, das bedeutet ja auch, wenn die aus der Bindung fallen, sag ich mal, ist ja möglich, dass dann auch massiv die Mieten steigen können. Ja, ja. Das ist gerade ausgeführt. Zum Thema Lockstedt bzw. Lenzviertel kann Manuela jetzt was sagen. Zur Lenzsiedlung sage ich gerne was. also Wohnen ist natürlich nichts, was man nur an Weihnachten macht oder so, sondern das tun wir jeden Tag. Und für uns ist natürlich entscheidend und für jeden, und in Hamburg ist es ganz besonders schlimm eben auch, bei uns ist Wohnungssuche sowas wie ein Volltime-Job geworden. Es gibt kaum noch bezahlbaren Wohnraum und für uns Menschen hier in der Lenzsiedlung ist es eben auch so, wir müssen uns dieses Wohnen auch leisten können und da nach Angaben oder nochmal nach Auskunft von Herrn Olszewski zum Rausfallen stellt sich uns natürlich die Frage, können wir unsere Wohnungen dann noch bezahlen? Wir haben hier durch die Stadtentwicklung auch mit der Sage, wir haben ein ganz gutes unserer Sage-Geschäftsstelle hier und wir erwarten jetzt nicht, dass die uns gleich dann 2016 über den Tisch ziehen. Dennoch ist es natürlich möglich, wenn die Preisbindung fällt. Und was kommt, ist, wenn Wohnungen frei werden, dann wird natürlich sehr erhöht und dann werden diese Wohnungen ohne Paragraph 5 Schein weggegeben. Und das heißt, wir haben hier Familien, die seit mehreren Generationen auch hier in der Lenzsiedlung wohnen. Das wird nicht mehr möglich sein. Ne, wir werden irgendwann, unsere Familien, die werden dann irgendwo anders hin sein. Und dieses Viertel, weil es eben so schön in Eimsbüttel liegt,
wird wahrscheinlich irgendwann gar keine Sozialwohnungen mehr haben. Und wir haben ja jetzt unlängst vernommen hier in Hamburg, dass die Gewinne der Saga, also Gewinne, die aus den Sozialvermietungen gewonnen werden, an die Stadt gehen. Und das ist keine unbeträchtliche Menge an Geld. Ne? Also sind verschiedene Zahlen unterwegs. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. 66 Millionen oder 100 Millionen. Das ist eine Menge Geld und es ist der Politik in dieser Stadt anzulasten und den Senaten der letzten Jahre, dass nicht genug Sozialwohnungen gebaut wurden. Man hat diese Regel, 30% bei Neubauten sollen Sozialwohnungen sein, immer dann unter den Tisch fallen lassen. Selbst bei, sind jetzt entstanden logischerweise, weil das sind ja da eigentlich gar nicht gewollt, als ursprünglich konzipiert waren. Und so ist es eigentlich in ganz Hamburg. Es wird dann immer investorenfreundlich entschieden. Und zu diesen Sozialbindungen, die jetzt auslaufen, die aus 30 kommen, die ganzen Ausläufe aus 15-jährigen Verträgen, die man gemacht hat, schon um den Investoren es leichter zu machen, Sozialwohnungen zu bauen. Wir stehen in der Tat hier in Hamburg davor, dass wir in Kürze gar keine Sozialwohnungen mehr haben. Und wir sind der Meinung, der Senat soll aus den Gewinnen aus der Vermietung der Saga diese Gewinne benutzen, um Sozialbindungen zu finanzieren. Wir verlangen, und deswegen haben wir hier diese Unterschriftenliste vorbereitet für die Lenzsiedlung. Wir werden hier Unterschriften sammeln, dass der Senat aufgefordert wird, die Sozialbindung für 15 Jahre vorzuschreiben in der Lenzsiedlung. Und das ist natürlich was, was vielleicht andere auch nachmachen können. Das kann natürlich auch für jede Genossenschaftswohnung und für andere Saga-Gebäude, wo die Bindung ausläuft, auch geschehen. Wir sind der Meinung, diese 166 Millionen Gewinn sollen für den Erhalt von Sozialwohnungen eingesetzt werden. Und das wollen wir verlangen. Danke, Manuela. Übrigens, die junge Frau kann gewählt werden am 25. Mai. Peter. Ja, Katja, ich habe eine Frage zu den Ereignissen in der Ukraine. Du und der Gregor Gysi haben, glaube ich, vor 2 Wochen eine Stellungnahme herausgebracht, in der es unter anderem heißt, dass ihr die militärische Intervention Russlands verurteilt. Ich glaube, das jedenfalls wahrgenommen. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, anlässlich der permanenten Einkreisung Russlands und Chinas und die für mich daraus resultierende Tatsache, dass leider zu befürchten ist, dass schon wieder ein Krieg vorbereitet wird, zumindest eine geopolitische Überlegenheit und militärische Überlegenheit, die auf unsere Kosten hier in Europa geht. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ihr euch klarer und deutlicher solidarisch mit Russland positioniert hättet und auch klarer gesagt hättet, was ihr davon haltet, dass die neoliberale Welt und die Westmächte wieder diese Spielchen spielen, wenn du nicht willig bist, dann brauche ich Gewalt. Wie es in 20 Ländern, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, Libyen, Irak und so weiter und so fort, gemacht haben. Das hätte ich mir gewünscht eigentlich und ich glaube auch einige Genossen und ich zum Beispiel auch, haben wir auch eine E-Mail geschrieben, haben leider noch keine Antwort bekommen, weil du unterwegs bist, wahrscheinlich auch. Aber das war uns ein bisschen zu seicht. Also, was du bestimmt meinst, ist eine Erklärung, die der Parteivorstand nach einer langen Diskussion, und zwar strömungsübergreifend, ohne eine Gegenstimme mit 3-4 Enthaltungen beschlossen hat. Und ich finde, diese Erklärung haben wir sehr eindeutig kritisiert, das Agieren der NATO, das Agieren der Europäischen Union. Aber wir sagen auch, wir ergreifen nicht einseitig Partei in diesem Konflikt. Ich selber habe mich sehr geärgert über viele Kommentare, Reflexe, wo man den Eindruck hat, an diesem Konflikt in der Ukraine ist Russland alleine schuld. Ganz viel erinnert an Zeiten des Kalten Krieges, nur andersrum. Deswegen haben viele und wir auch bei uns gesagt, jetzt muss man doch aber sich genau, um Russland zu verteidigen, auf die andere Seite zu begeben. Und die Reflexe nicht durchbrechen. Ich glaube, dass man denjenigen, die in den Reflexen des Kalten Krieges verhaftet sind und einseitig die Schuld Russlands scheint, viel besser den Spiegel vorhält, wenn wir sagen, wir wissen, Russland einerseits und NATO und EU auf der anderen Seite haben geostrategische Interessen gegenüber der Ukraine.
Wir brauchen nicht so tun, als ob Russland gerade das Mutterland des Sozialismus ist. Also wenn man sich dort mit Linken, ich habe ja Slawistik studiert, ich weiß, dass die Ukraine ein in sich zutiefst gespaltenes Land ist. Jeder Versuch dieses Landes führt dazu, dass enorme Konflikte in diesem Land vorangebracht werden, dass dort ein Bürgerkrieg auch riskiert wird. So. Ich habe mehr Workshops, verschiedene Treffen gehabt mit linken Aktivisten in Russland. Also wenn du sagen, wie mit denen dort umgegangen wird, ja, dann macht diese Regierung einen guten Kurs mit den Blockupy-Aktivisten, ja, im Vergleich dazu, wie Putin mit wirklich linken Bewegungsaktivisten in Russland umgeht. Also insofern sage ich, wir müssen nicht, und das entspricht auch nicht unserer Grundhaltung, uns einseitig auf die Seite von Putin oder von Russland stellen. Wir können einfach sagen, beide Seiten haben geostrategische Interessen und wir schauen, was wäre gut für die Ukraine. Und da muss ich mal sagen, was wir richtig kritisiert haben, ist, dass dieses Assoziierungsabkommen ein Etikettenschwindel ist. Weil es geht nicht darum, dass die Ukraine bessere Zusammenarbeit mit der EU hat. Es geht vor allen Dingen dort um Neoliberalismus, dass dann ganz klar neoliberale Grundsätze, Freihandel etc. in der Ukraine durchgesetzt werden. Und auch jetzt dieser Kredit, der gegeben worden ist. Wissen Sie, es lohnt sich heute zu vergleichen, die Titelseite Neues Deutschland und die Titelseite Die Welt, wie über diesen Vorgang berichtet wird. In der einen Seite in der Welt wird immer darüber berichtet, dass Russland Probleme hat, weil sie Kapitalabflüsse haben und dass jetzt aber Geld gegeben wird vom Internationalen Währungsfonds als Sofortkredit in die Ukraine. Wenn es in Neudeutschland steht, was die Bedingungen dafür waren, dass diese Gelder fließen, nämlich dass Beschäftigte entlassen werden müssen, dass Betriebe privatisiert werden. Ein Land, was ohnehin schon sehr durch Armut und soziale Spaltung geprägt ist, wird nochmal richtig in die Negativspirale reingebracht. Ein weiterer Punkt, worüber wir im Parteivorstand uns sehr einmütig verständigt haben, ist, es ist ein Riesenproblem, wie dort die Nazi-Partei Svoboda und die rechte paramilitärische Organisation, der rechte Sektor, in der Ukraine verankert sind. Ich will nicht sagen, dass die gesamte Maidan-Bewegung eine Neonazi-Sache ist, damit würde man dem nicht gerecht werden. Da waren noch viele Leute, die einfach durch Facebook inspiriert und dahin gekommen sind. Ich habe selber einmal erlebt, wie Neonazis versucht haben, eine soziale Bewegung zu kapern. Das war, als die Montagsdemonstrationen im Osten losgegangen sind. Da hat die NPD auch versucht, umzugehen. So etwas kann immer passieren, dass eine Bewegung, die wirklich aus der Bevölkerung kommt, von Nazis okkupiert wird. Es gab aber einen Unterschied bei den Montagsdemonstrationen. Haben in allen Städten Leute meiner Partei, Teile der Gewerkschaften und Antifaschisten von Anfang an gesagt, wir verbünden uns. Wir gehen da rein, wir verhindern, dass die Nazis dort mitlaufen. Wir sagen, das sind nicht nur Demos gegen Hartz IV, das sind auch Demos gegen Rassismus und Faschismus. Und wenn die mit uns mitlaufen wollen, mit den NPD fahren, stellen wir uns in den Weg. Das Schlimme in der Ukraine ist nicht, dass dort einfach Nazis aufgetaucht sind, sondern dass die führenden Kräfte der Maidan-Bewegung wie Timoschenko und Klitschko, dass die eben nicht sich den Nazis in den Weg gestellt haben, sondern die hatten von Anfang an einen sogar eine Kooperation mit denen geplant. Und das ist der Tabubruch darin und deswegen haben wir auch klar gesagt, solange Nazis in der Regierung sind, die noch nicht einmal davor zurückschrecken, Programmdirektoren mit Gewalt zu zwingen, zurückzutreten, die nicht davor zurückschrecken, fast flächendeckend Büros von andersdenkenden Parteien, also man muss jetzt nicht darüber diskutieren, ob wir die Partei der Region oder die kommunistische Partei in der Ukraine toll finden oder nicht, aber deren Büros, deren Zentrale ist zerstört, die Zentrale ist immer noch besetzt. Also das heißt, die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, sich ordentlich zur Wahl zu stellen. Und solange Leute, die das betreiben, in der Regierung sind, sollte kein Euro, kein Dollar dorthin fließen in dieser Regierung. Danke. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit auf eine wirklich hervorragende Rede von Gregor Gysi zu diesem Thema hinweisen. Ihr könnt unter YouTube, unter Gysi und Ukraine diese Rede finden und die sagt auch vieles zum Thema Völkerrecht. Man kann ja die Völkerrechtsverstöße der einen nicht durch Völkerrechtsverstöße der anderen wettmachen. Das ist ein Problem. Wir haben ein Völkerrecht, gegen das verstoßen wird. Und dazu hat Gysi, finde ich, sehr, sehr gut argumentiert. Hört euch diese Bundestagsrede an, sie lohnt sich. Gut, jetzt kommt Jochen. Ich wollte eigentlich was zum Bundesproblem sagen. Nee, also im übertragenen Sinne hängt jetzt auch mit Ukraine zusammen, wenn ich mal so will. Die Frage, was mir zum Beispiel jetzt auch an Gregors Talkshow-Einlassungen nicht so besonders gut gefallen hat, ist die, sozusagen mal fast schon
nennt man sowas, vorauseilende Verständnisgewinnung des Völkerrechtsbruchs, den da Russland zurückbringt. Während sozusagen auf der anderen Seite niemand im Grunde genommen darauf aufmerksam macht, dass A, Russland ist ein ganz normales kapitalistisches Land inzwischen geworden, mit allen verschiedenen kriminellen Ausformungen, wie das entstanden ist, da brauchen wir gar nicht über diskutieren, das ist ein kapitalistisches Land. Wir bewegen uns sozusagen in der Szenerie, wo lauter kapitalistische Machtblöcke sozusagen um Vorherrschaft ringen. Das sind Konstellationen, die es vor 1914 auch gab. Da gab es ja keinen Sozialismus. Ich brauche da Verweis auf Sozialismus in Russland. Der ist sozusagen obsolet, historisch gesehen. Sozusagen ein Stück weit im Hintergrund der linken Argumentation, nämlich der zugrunde liegenden politischen Ökonomie und damit der verbundenen Interessenausprägung. Das kommt mir auch bei Kisis auch für manchmal Kollegen zu kurz. Er muss ja keine ökonomischen Exkurse machen, aber so eine eigene Argumentation ist stärker mal vorbringen. Nur mal zurück auf die Wohnungsfrage. Ist ja genau das Gleiche. Es ist eine totale Frage der psychischen Ökonomie der Stadt. Also wie entsteht überhaupt eine hohe Miete, die man nicht mehr bezahlen kann? Die entsteht zu 70% aus Grundstückskosten und aus Kapitalverkehrskosten der Finanzierung. Und nur zu 30% aus Baukosten. Das heißt also, wenn man sozialen Wohnungsbau machen will, dann ahnt man schon, wo die Stellschrauben sind. Die liegen in diesem Bereich. Wie kommen hohe Grundstückspreise überhaupt zustande? Wie hinter diesen Wohnungen führen? Und wie kann ich dagegen vorgehen? Das heißt, man würde sagen, ganz andere Formen von Argumentation entwickeln müssen. Und das würde mich mal interessieren, also wie ihr da in dem Kontext in der Partei arbeitet und wie man da möglicherweise diese Art von Argumentation vertiefen und auch verbessern könnte. Gut, ich habe den Kern deiner Frage jetzt am Schluss auch verstanden. Die ist ein bisschen direkt drauf ein. Ja. Ja, wenn man jetzt die Frage aufwirft, wie hängen die Ukraine zusammen, ich finde, es gibt eine Frage, die beides zusammenbringt, nämlich die Frage, wem gehört die Welt? Ja. Und das kann man in der Ukraine runter, also diese einfache Frage kann man dann weltpolitisch runterbrechen, man kann sie kommunalpolitisch runterbrechen. Und das ist eine Frage, über die wir nicht nur über unsere Europawahlkampagne diese Frage gestellt haben, sondern die auch über unseren kommenden Bundesparteitag ziehen. Auch nach Berlin. Dankeschön. Aber es gibt natürlich von Seiten unserer Partei viel zur ökonomischen Alphabetisierung. Und ich glaube nur, dass du in dem Moment, wo du in Talkshows, als ich selber fahre, jedes Jahr immer eine Woche mit Frigang und mit den Hauks, die sozusagen, finde ich, die führenden marxistische Interpretationen haben, mit denen eine Woche lang eine dialektische Weiterbildung zu machen. So. Aber ich glaube, die hohe Aufgabe besteht am Ende darüber, diese Erkenntnisse in Sprachen und Beispiele zu übersetzen, die an Alltagssachen anknüpfen. Deswegen immer die Frage, wem gehört die Welt, wem gehört die Stadt, wer darf darüber entscheiden. Oder zum Beispiel, was also eine Grundlehre von mir war auch immer, wenn man Entwicklungen hat, die so offensichtlich viele Verlierer haben, immer zu fragen, gibt es auch Leute, die davon profitieren? Ja, angewandte Dialektik. Gut, jetzt hattest du dich gehört. Ja, und zwar habe ich eine Frage zum Thema Zwangsuntersuchung beim SGB-II. Ich bin leider davon selber betroffen. Ich bin eine Zeit lang krankgeschrieben, immer noch krank. Und die Jobcenter fordern ja diese Wegeunfähigkeitsbescheinigung im SGB-II, die es natürlich nicht gibt. Und man hat mich dann zum medizinischen Dienst geschickt. Den Termin habe ich natürlich nicht wahrgenommen, weil ich vorab gefragt habe, welche Fahrtrichtung haben die Ärzte dort, was soll untersucht werden. Man hat mir diese Fragen konsequent nicht beantwortet. Darauf bin ich hin zum Sozialgericht und habe versucht, das prüfen zu lassen vom Sozialgericht. Das Sozialgericht konnte das nicht richtig prüfen, weil der Jobcenter an dem Tag, wo ich den Termin hatte, dann erst die Akte hingeschickt hat. Jetzt habe ich eine hundertprozentige Sanktion. Das heißt, ich bekomme jetzt kein Pfennig Geld. War natürlich jetzt heute auch gleich beim Sozialgericht, weil ich das mir sowas nicht gefallen. Jetzt ist meine Frage, wie kann man sich davor schützen? Weil ich bin nicht die Einzige. Ich weiß auch, dass andere Mitstreiter, die sind zwangsuntersucht worden und bekommen dann Falschgutachten. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich als Erwerbsloser ihm einfach hilflos ausgeliefert bin. Weil ich möchte schon wissen, welches Fachgebiet hat der Arzt dort, der mich dann untersuchen soll. Ich bekomme einfach nicht diese Auskunft. Das darf ja nicht sein. Ich habe erstmal eine Nachfrage. Jetzt, wenn Sie eine Vollpension haben,
Wird weiterhin die Krankenversicherung bezahlt oder ist die nicht dann? Nein, dann wäre es nicht so. Also es ist komplett, es wurde mein weiterer Bewilligungsantrag, der wurde komplett abgelehnt. Ja, und man hat sich... Es gibt auch keine Sachleistung. Das. Nee, warum ich nachfrage, hat folgenden Hintergrund, weil wir hatten die Behandlung der Massenpetition gegen Sanktionen. Ja. Und da hat Inge Hannemann ein Beispiel, nämlich hatte auch ein Beispiel, wo Leute wirklich durch eine Vollsanktionierung den Krankenversicherungsschutz weg hatten und welche zum Beispiel Diabetiker, die also permanent auf medizinische Leistung angewiesen waren. Und da hat die anwesende Staatssekretärin gesagt, aber das stimmt doch nicht, wir haben doch immer den Krankenversicherungsschutz. Sie meint Vorlesegruppen oder? Ja, ja, die hat sich schon einen Namen gemacht in der Szene durch bemerkenswerte Unwissenheit, genau. Was sie nicht davon abhält, nichts dagegen zu tun. Ja, also in der Tat, Sie sind da kein Einzelfall. Ich habe selber mit einer Anfrage hervorgebracht, dass die Zahl der Menschen, die zu einer psychosozialen Untersuchung überwiesen werden und hingehen müssen, weil wenn man das nicht macht, kommt man seinen Mitwirkungspflichten nicht nach. Der Unterschied ist aber, ob in der Meldeaufforderung drinsteht, Paragraf SGB 1, 62, oder eben die Meldeaufforderung nach 59 mit 300. Ob es Ihnen jetzt. Ich würde ganz kurz mal den gesellschaftlichen Faktor vor die individuelle Rechtsberatung gehen. Also die Zahl hat sich verdoppelt. So. Und jetzt ist ja die Frage, warum hat sich die Zahl der Menschen, die innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, die zu so einer Untersuchung geschickt werden, dann kann man sagen, entweder werden die Leute deutlich kränker durch Hartz IV oder aber es wird auch gezielt nach Anlässen gesucht, um Sanktionen im Aussprechen zu können. Richtig. Es wird zwar immer offiziell bestritten, dass es eine Anweisung gibt, zu sanktionieren. Ich habe auch nachgefragt, können Sie die Leute, wo sind die Bundesregierung, sind Sie der Meinung, dass Menschen verpflichtet werden können, gezwungen werden können, zu einer Untersuchung zu gehen? Dann ist die Antwort, das ist wie bei Radio Jerewan, im Prinzip nein, aber wenn es Teil der Mitwirkungspflicht ist, müssen Sie, um Ihre Bereitschaft und so weiter zu zeigen und Mitwirkungspflichten nachzukommen, müssen Sie dem nachgehen, ansonsten kann es zu einer Sanktionierung kommen. Was kann man dagegen tun? Erstens, keiner muss allein zum Amt. Ja, das widerspricht sich, aber das ist die Antwort der Bundesregierung und es läuft im Grunde darauf hinaus, die Leute können gezwungen werden. Und am Ende, sitzen diejenigen, die die Sanktionen aussprechen, erstmal am längeren Hebel. Ja. Weil wenn man davon betroffen wird, das ist richtig, das geht ja nicht nur um die Sanktionen. Das Problem ist ja auch einfach, man möchte kein Falschgutachten bekommen. Das Problem ist, man kann ja keinen Widerspruch leisten gegen dieses Gutachten. Man kann dann nur noch vielleicht selber einen Auftrag geben oder man muss sich dann entsprechend nochmal. Und man weiß auch, dass diese Ärzte dort nicht richtig ausgebildet sind. Und man will natürlich sowas vermeiden. Wie ich schon sagte, bin ich die Einzige, ich kenne noch andere, habe dort eben auch diese Gutachten selber gelesen und gesagt, das kann es nicht sein. Ja, und okay, hält sich jetzt ein bisschen knapp, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, aber ich will einfach nur sagen, es kann nicht sein, dass die Regierung kommt und sagt, so, ihr seid erwerbslos und ihr seid krank und wir akzeptieren hier keine AU mehr. Und ich meine, der Arzt ist ja ausgebildet dafür, die auszustellen. Es kann ja nicht sein, dass der Jobcenter kommt und sagt, ja, eure Ärzte... Ich teile Ihre Empörung. Ja. Ich würde das mal generell zu dem Thema sagen. Also erstens, es gibt diese großartige Initiative, keiner muss allein zum Amt. Und das empfehle ich jedem, sich immer eine weitere Person mitzunehmen, mit der muss man nicht verwandt sein, sondern man kann einfach einen Zeugen dazu nehmen. Das verbessert manchmal schon der Ton, der gegenüber einem angeschlagen wird. Das zweite ist, im Zweifelsfall lohnt es sich, einen Widerspruch einzulegen. Noch gibt es keine Gebühr dafür, Gott sei Dank. Weil wir wissen, es gibt unglaublich viele Fehler, die selbst nach der strengen Gesetzeslage gemacht werden. Also diese Gesetzeslage erlaubt wirklich viel Schikane, aber sie erlaubt nicht alles. Und trotzdem werden sozusagen Fehler gemacht, also fast 40% der Widersprüche gegen Sanktionen bekommen Recht. Das zeigt einfach auch, wie viele Fehler bei den Gebühren gemacht werden. Gut, danke schön. Jetzt hatte sich Jacqueline gemeldet. Hier vielleicht noch ein kurzer Hinweis aktuell. Wir haben eine sehr aktive Gruppe, Hans IV Widerspruch hier in Eimsbüttel. Können Sie uns gerne gleich hinterher ansprechen und können gerne in Kontakt treten. Wir haben hier diverse aktive Mitglieder dort, die auch Begleitung machen und so weiter und so fort. Also Katja, du hattest ja vorhin angesprochen und eben ja war das Thema zu den Sanktionen und der Petition. Ich bin Mitglied des Sozialausschusses hier in der Bezirksversammlung und bei uns war an diesem Mittwoch der Arbeitsmarktkoordinator unseres Bezirksamts zu Besuch und hat Bericht erstattet über die aktuelle Arbeitsmarktlage. Und interessant war sofort, dass
seine Stelle keine feste Stelle ist. Er ist der dritte in Folge, der Arbeitsmarktkoordinator. Muss auch derzeit nur eine halbe Stelle, wird ab dem Sommer erst zu einer vollen Stelle. Also das war schon auch interessant, sich das schon von vornherein anzuhören, dass selbst im Bezirk dann der Arbeitsmarktkoordinator keine feste Stelle hat. Und er hat uns darüber Eimsbüttel direkt berichtet. Und es wird sich damit gerühmt, dass Eimsbüttel ja die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Hamburg hat mit 5,5%. Das sind etwa 7.800 Arbeitslose oder Leistungsempfängerinnen und Empfänger, 4.700 davon in SGB II und 3.100 in SGB III. Interessant war auch, dass die Lenzsiedlung speziell dort genannt wurde, in der wir uns jetzt hier befinden. Und unter anderem Schnelsen Süd, in denen die Ballungsgebiete von Leistungsempfängerinnen ziemlich hoch sind. Das wurde explizit dort erwähnt. Und da hat er uns aber auch ganz klar über die Risikogruppen aufgeklärt und welche Menschen das betrifft. Das fand ich sehr interessant. Das sind nämlich Menschen mit keiner oder schlechter Ausbildung, kranke Menschen, war ja auch angesprochen gerade, oder Suchterkrankte sind ja auch kranke Menschen. Oder Alleinerziehende, das sind dann ja überwiegend auch Frauen. Und was er uns dann auch gesagt hat, dass das Risiko im Laufe der Jahre steigt, in diese Mühle der Hilfe angewiesen zu sein und dass es immer weiter sich ausweitet und immer mehr Gruppen erfasst. Also das Risiko steigt sozusagen für alle. Was ich aber explizit nachgefragt habe, ist, sind dort Menschen, die aufstocken erfasst? Sind dort Menschen, die in AGHs, was ja immer noch gibt, auch in Eimsbüttel, sind die dort erfasst? Menschen, die in irgendwelche Bewerbungskurse und sonst was, das sind sie natürlich nicht. Das kennst du ja bestimmt, da kann man ja ein Lied singen über die tollen Zahlen. Und er hat uns auch darüber aufgeklärt, dass wir derzeit neun Projekte in Eimsbüttel haben, die diese AGHs anbieten. Und auch über die Sinnhaftigkeit. Und dann brach natürlich eine interessante Debatte darüber aus, weil besonders die Sozialdemokraten ganz anderer Meinung sind. Und wenn der Arbeitsmarktkoordinator uns erzählt, dass dort Handtaschen genäht werden von Leistungsempfängerinnen und Empfängern, aber was mit dem passiert, hat er nicht erwähnt. Sie dürfen nicht verkauft werden, sie dürfen nichts damit machen, diese Taschen werden gemacht und dann werden sie aufbewahrt. Und dann habe ich schon gefragt, wie ist denn die Sinnhaftigkeit und diese Arbeitsmaßnahmen, die sollen ja dazu führen, die Menschen ja auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Und er hat selber wirklich auch zugegeben, das ist nicht so. Vielleicht kannst du da vielleicht Näheres zu diesen Arbeitsgelegenheiten gleich erzählen. Das war sehr interessant, weil gerade ein junger SPDler das so massiv verteidigt gegen mich hat. Und zu mir kommen auch Bürgerinnen und Bürger, die aus Eimsbüttel teilweise nach über 30 Jahren im Job, Firma pleite, arbeitslos, nun sind wir auf SGB II angewiesen und die diversen Kurse hier in Eimsbüttel gemacht haben. Und dann habe ich den Arbeitsmarktkoordinator gefragt, es gibt so eine tolle Projektgruppe hier, die gehen als Leistungsempfängerinnen und Empfänger durch unseren Bezirk und machen schöne Fotos. Und dann habe ich ihn gefragt, was passiert mit diesen Fotos dann? Na, diese werden ja gezwungen, sonst wird denen ja, haben hier die Damen und Herren berichtet, wenn sie das nicht machen, wird ihnen sofort eine Kürzung der Leistung angedroht. Und dann hat er gesagt, ja, dann wird das angeguckt, vielleicht ausgestellt und das war's. Also so kann man Menschen auch nochmal entwürdigen. Menschen, die teilweise sogar Jahrzehnte hier gearbeitet haben, Leistung auch erbracht haben oder Menschen, die krank sind und nichts dafür können. Und so wird das hier gemacht und vielleicht genau was von Bundesebene geht. So, vielleicht mal an der Stelle, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich hatte ja gesagt, Katja muss um 5 wieder los. Die hat ein strammes Programm hier in Hamburg. Ich hatte hier noch eine Meldung aus dem Plenum zunächst mal und ich würde mal sagen, die ziehe ich erstmal vor. Bitte schön. Wie sieht das aus mit einer Koalition mit der SPD? Was ist da Ihre Meinung? Was ist die Meinung der Partei? Und welche Chancen geben Sie? Ja, das war vielleicht schon. Also ich finde, was die Linke nicht machen kann, ist prinzipiell sagen, wir sind niemals zu sowas bereit, weil du kannst ja nicht die gesellschaftlichen Situationen aussuchen, in denen du Politik machst. Ich mache mal ein Beispiel. In Hessen
Zum Beispiel im Landtagswahlkampf war eine gesellschaftliche Stimmung auch von Gewerkschaften dort getragen, die so sehr gehofft haben, dass es einen Wechsel gibt. Wenn da die Linke von Anfang an gesagt hätte, niemals machen wir was zusammen, dann hätten wir auch gar nicht erst zum Wahlkampf antreten müssen. So. Und dass ein Landesverband, der von seiner Grundhaltung sehr radikal ist, der alles andere als regierungsversessen ist. So. Das ist nur so ein Beispiel, ich bin sehr froh, dass wir in der Linken eine Sache klar geklärt haben. Es gibt Dinge in Umständen, die sind in unserem Parteiprogramm mit über 90%iger Mehrheit beschlossen und ich finde die sehr gut. Wir machen niemals mit bei Sozialabbau oder einer Umverteilung in die falsche Richtung, also von unten nach oben, und wir machen nicht mit, dass die öffentlichen Einrichtungen den Rand ihrer Arbeitsunfähigkeit gebracht werden durch Arbeitsplatzabbau, und wir machen nicht mit bei Privatisierung. Das sind unsere Haltelinien, die roten. Als Bernd Rixinger und ich dann Vorsitzende wurden, haben wir gesagt, es ist wichtig, dass man weiß, worauf man sich bei uns verlassen kann, aber es reicht uns nicht nur darüber zu reden, welche Sauereien wir nicht mitmachen, sondern wir treiben die SPD viel besser, wenn wir ihnen sagen, wäre doch möglich, dass man in diesem Land mit einer anderen Regierung das und das macht, um auch mal so ein bisschen Schwung reinzubringen, um Lust überhaupt auf einen möglichen Politikwechsel zu wecken. Deswegen haben wir immer gesagt, in einer Regierung, die eine Außenpolitik macht, die klaren Zeichen von Frieden steht, die für die sozialpolitische alternative Trias, Mindestlohn, Mindestrente, sanktionsfreie Mindestsicherung steht und die das alles durch eine Umverteilung von oben nach unten finanziert, würden wir sofort mitmachen. Und das Schöne war, jedes Mal, wenn die SPD dann gesagt hat, nein, mit den Linken machen wir das nicht, musste sie automatisch nein zur Millionärssteuer, zum Mindestlohn, Mindestrente, Mindestsicherung und einer friedlichen Außenpolitik sagen. Das hat die echt in die Bredouille gebracht. So. Und das ist auch weiterhin meine Position. Ich sage dazu nicht grundsätzlich nein. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir viel bewegen können aus der Opposition heraus. Also wenn ich mir alleine meine fachpolitische Arbeit über die Jahre anschaue, was wir dort an Öffentlichkeit geschaffen haben, was wir dort angeschoben haben. Wenn ich schaue, dass wir das Thema Mindestlohn, auch wenn der zu spät kommt und mit Ausnahmen kommt, aber den wird es jetzt geben, das haben wir aus der Opposition heraus geschafft. Wir sagen, wir können einiges an Gesellschaftsveränderungen aus der Opposition heraus bringen. Wenn wir uns auf eine Regierung einlassen, muss das heißen, dass wir richtig viel verändern können, und es muss klar sein, dass wir die roten Haltelinien nicht überschreiten. Ja, vielen Dank. Ich finde, das war auch ein gutes Schlusswort an der Stelle. Wir haben jetzt 17 Uhr, die Katja muss gleich los. Ich bedanke mich nochmal im Namen der Einsbildler für deinen Besuch hier, wenn er auch knapp war. Aber er war ja heftig, und das ist gut so. Am 25. Mai wird nicht nur zur Bezirksversammlung gewählt, sondern auch zu Europa. Und ich kann nur alle bitten, geht zur Wahl und sprecht mit euren Freunden, Nachbarn. Die sollen hingehen. Es ist wohl zu befürchten, dass die Wahlbeteiligung in Hamburg durch die ungünstige Kombination, die wir jetzt in diesem Jahr ja leider haben, nicht besonders gut ausfällt. Und das erleichtert natürlich auch die Position zum Beispiel der AfD und so weiter. Also diskutiert mit euren Leuten. Was mich noch freut und euch sicher auch, Katja und Bernd Rixinger haben sich entschieden, nochmal zu kandidieren. Ihr seid ein gutes Team und wir bedanken uns bei euch für die gute Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag, weise noch mal darauf hin, jetzt hat einer endlich das durchbekommen, was ich sagen soll. Wir haben hier Unterschriftenlisten gegen, für Forderung der Verlängerung der Sozialbindung der 2016 auslaufenden Sozialwohnung hier in der Lenzsiedlung. Bitte unterschreibt, sorgt dafür, dass eure Nachbarn hier wohnen, mit unterschreiben. Wir werden das in die Bürgerschaft einbringen und dort als Beschlussvorlage vorlegen, damit das in Hamburg vom Senat beschlossen und verkündet wird. Herzlichen Dank für euren Besuch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.